Servus und hallo zum Vlog hier auf Marbache TV. Tja Leute, ich habe euch ja versprochen, dass ich auf einen Fernsehpreis eingehen werde, okay? Und hier, das Ding ist schwer. Und ich hab's richtig rum. Hier habe ich die Plakette. Das ist der Fernsehpreis. Also wie. Warte, ich. Boah, die ist echt schwer. Also. Ist echt ein Riesenteil. Schaut man sich jetzt gut. Und eigentlich, ich habe es als erstes, wie ich es aufgemacht habe, verkehrt rum aufgemacht. Und habe nur diesen Teil hier gesehen. Hier steht mein Name drin. Martin Habacher 2013. Und ich habe mich schon voll gefreut drüber. Cool. Ein goldenes Stück. Ein goldener Riesentaler mit meinem Namen drauf. Und bin erst später drauf gekommen, dass der hinten ja, oder vorne eigentlich, in der Muskel, in der Figur oder so was drauf hat. Ich schätze, das ist die Statuette, ein Mikrofon soll das darstellen. Ich nehme an, es wäre teurer, dieses Mikrofon herzustellen, als diese Plakette. Ich glaube nicht, dass es Gold ist. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich schwer. Und das Etui ist auch sehr Kaiser-Theresia-mäßig, also sehr hochwertig. Mit dem Samt und so. Das kann echt was. Und wenn man das so herzeigt, immer. Aber das war nicht alles. Nein. Es gibt noch mehr. Ein schönes Kartönchen. Mit edlen Worten innen drinnen. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie. So, kann man es hoffentlich lesen. Da steht der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung für 2013 wird in Würdigung des besonderen erwachsenenbildnerischen Wertes der Sendereihe Zitronenwasser. Zitronenwasser. Martin Habacher für die Gestaltung verliehen. Wien am 5. Juni 2014. Und ja, das ist eine ziemlich coole Sache. Ich habe auch ein kleines Video gemacht, das ich zeigen werde. Den Fernsehpreis, für mich war das irgendwie total überraschend, weil der Kollege, der Ernst Spiesberger, mit dem ich gemeinsam, also der die Sendung macht und mich gefragt hat, ob ich moderieren möchte, hat mir gesagt, du, im März, wir sind nominiert für den Fernsehpreis. Und ich dachte, geil, der Fernsehpreis und so, yeah. Im Rathaus, großer Empfang, da gehen wir hin. Und ja, ich dachte mir, ein bisschen Promis schauen, ja? Andere Fernsehmacher anschauen. Und ich wusste nicht, dass es der Fernsehpreis für Erwachsenenbildung ist. Das hat die Sache etwas kleiner gemacht, beziehungsweise vom Publikum her. Ja? Und auch die meisten Leute habe ich nicht wirklich gekannt. War aber trotzdem eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Und noch vor allem, wenn man bedenkt, es war in unserer Kategorie Universum Geschichte, also Universum History, war nominiert, was ziemlich cool war. Und ich habe Frühstücksfernsehen von Puls 4, war auch nominiert. Und ich glaube noch ein, zwei Leute. Und wir haben sie alle geschlagen. Und nun zum Fernsehpreis, was das genau ist. Und zwar, ich habe ein bisschen gegoogelt. Den österreichischen Fernsehpreis für Erwachsenenbildung gibt es seit 67. Und er wird in drei Kategorien vergeben. Dokumentation, Fernsehfilm und Sendereihe. Und vergeben wird er von der
Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, Bücherverband Österreich, den Verband Österreichischer Volkshochschulen und dem Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, also den WIFI. Aus denen setzt sich die Jury zusammen aus Journalisten und Vertretern dieser einzelnen Verbände und die wählen dann die Preisträger in diesen drei Kategorien. Und ja, falls ihr euch wundert, hier, das hat gepiept und da habe ich nachgeschaut. Mein kleiner Schummler. Nun habe ich für euch hier das Video. Ist nur ein kurzes Handyvideo, weil ich nicht wirklich damit gerechnet habe. Ich dachte, wir gehen dahin, gratis trinken und ein bisschen Cannabis nippen. Dass sich dann wirklich der Preis zu Hause gibt, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen war ich auch unvorbereitet und habe das Handy mitgehabt. Aber mein Assistent, der Stefan, war sehr fix und hat nett mitgefilmt. Bitte sehr. Ernst Spisberger wurde 1967 in Gmunden geboren, lebt und arbeitet in Wien. Nach seiner Zimmermannslehre und der Gesellenprüfung arbeitete er als Autodidakt in den Bereichen Skulptur, Malerei und Keramik. 1989 bis 1997 war er Betreuer bei der Lebenshilfe Oberösterreich und bei der Caritas Linz und absolvierte auch eine Ausbildung zum Fachbetreuer. Er studierte anschließend Bildhauerei, Transmedialer Raum an der Kunstuniversität Linz und setzte sein Studium Anfang der 2000er Jahre an der Kunsthochschule Berlin, Weißensee und an der Humboldt-Universität in Berlin fort. Weiters studierte er Szenografie an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam und schloss mit einem Diplom. Seit 2002 ist er freischaffender Künstler und Filmemacher. Nach seinem Umzug zurück nach Wien arbeitete er in der Multimedia-Gruppe der Lebenshilfe Wien und gegenwärtig ist er Geschäftsführer von Zitronenwasser Social Art Movie. Zudem hat er mehrere Lehrtätigkeiten an Universitäten und Schulen inne. Martin Habacher absolvierte die Handelsakademie und studierte danach, wie er selbst schreibt, nach einem zweijährigen Besuch in der Werbewelt und ist heute selbstständiger Social Media Berater. Mehr über Martin Habacher finden Sie im Internet unter www.mabacher.com bzw. über Facebook als Blogger on Wheels. Den Fernsehpreis der Erwachsenenbildung 2013 in der Sparte Sendereien überreicht man der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser, Ingenieur Rudolf Danton, an Ernst Spisberger und an Martin Habacher und ich darf Sie zu mir herausbieten. Und haben jetzt schon 2 Preise bekommen. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht mehr Sendungen gemacht habe. Okay. Es ist genau richtig. Das beste ökonomische Ergebnis. 2 Preise, 5 Folgen. Ja, auch von meiner Seite danke. Ich werde immer angesprochen, hey, du bist der Mann von Zitronenwasser. Ich bin nur das Gesicht von Zitronenwasser. Der Mann steht hier. Wir beide sind sehr glücklich darüber, glaube ich. Und
vielen, vielen Dank. Auch Gratulation an die harte Konkurrenz. Ich glaube es immer noch nicht, dass wir gewonnen haben. Ja, das war die offizielle Preisübergabe zum Fernsehpreis 2013. Der wird immer ein Jahr später vergeben. Ja, ich hoffe, ihr habt eine Sendung Zitronenmeister gesehen. Wenn nicht, gebe ich den Link rein, dann findet die Sendungen auf YouTube. Euer Feedback würde mich interessieren. Und wir haben jetzt eine Nachfolgesendung. Werde ich auch den Link hier unten einbinden. Die nennt sich Sendung ohne Barrieren. Da moderiere ich wieder. Auch wieder mit Ernst Spiesberger und diesmal mit Behindertenarbeit.at in Kooperation. Jo, das war's für die Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder 16 Uhr hier auf Marbacher TV. Mir bleibt noch zu sagen, mein Name ist Martin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bedanke mich fürs Zusehen. Servus.